Okay, ich gehe jetzt rein. Sind alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen? Ja. Mein Name ist Torge Ulrich. Ich werde jetzt auf dieser Mission einen vergammelten Kürbis entsorgen. Schatz, ich liebe dich. Mein YouTube-Kanal erbt Sami Slimani. Mission completed. Herzlich willkommen zur 57. Ausgabe der Talkshow. Du musst nicht traurig sein. Es gibt ja viele, viele dämliche Challenges, die auf YouTube so rumgeistern. Aber die folgende Challenge, die ist, also die ist, da fällt mir auch nichts zu ein, Matze. Nein, da fällt selbst mir nichts mehr zu ein. Habt ihr schon mal von der Corn Drill Challenge gehört? Matze, hast du schon mal gehört? Corn Drill Challenge? Nein, so wie du guckst, anscheinend nicht. Herzlichen Glückwunsch, wenn ihr davon noch nicht gehört habt, dann scheint ihr zumindest einigermaßen noch bei klarem Verstand zu sein. Für diese Challenge braucht ihr einen Maiskolben, eine Bohrmaschine und möglichst wenig Gehirnzellen. Kennst du doch, ne? Achtung, gleich geht's los. Ich zeige euch jetzt mal ein Beispiel, wie diese Challenge eigentlich funktionieren soll. Ja, sieht erstmal harmlos aus. Man steckt den Maiskolben in den Bohrer, dreht ihn dann, isst ihn auf. Wird jetzt nicht so spektakulär. Aber an dieser Stelle möchte ich euch diesen jungen Mann vorstellen. Er ist extrem begeistert von der Corn Drill Challenge und möchte sie auf jeden Fall ausprobieren. Er hat jedoch eine Sache vergessen. Und zwar den Maiskolben vorher zu kochen. Viel Spaß beim Zugucken. Eigentlich muss man bei dieser Challenge ja nur zwei Sachen beachten. Den Maiskolben kochen und ein bisschen auf seine Haare aufpassen, dass er sich da drin verfangen. Er hat ja gar keine Haare. Er musste also nur auf eine Sache achten und nicht mal das hat er hinbekommen. Doch, stopp. Der Spaß ist noch nicht vorbei, denn an dieser Stelle möchte ich euch diese junge Dame vorstellen. Kennst du die auch? Die mit den Haaren? Nein. Nein? Die ist noch ein bisschen heftiger. Oh, ja. Schön. Kannst du dir vorstellen, was passiert? Ja. Das wird lustig. Pass auf, gleich geht's los. Wie war das nochmal dieser Challenge? Man muss auf zwei Dinge achten, ne? Den Maiskolben kochen, das hat sie gemacht. Und auf seine Haare achten. Nein. Nein, jetzt sag nicht, dass sie mit ihren... Um Gottes Willen, nein, das können wir nicht zeigen. Okay, doch, Film ab. Aua. Erstmal ganz kurz, bevor es weitergeht zur Beruhigung. Keine Sorge, der Bohrmaschine geht's gut. Und ich glaube, sie hat sogar noch Glück gehabt. Dann stell dir mal vor, die Bohrmaschine hätte das ganze Gesicht eingezogen. Flim. Gesicht weg. Das ist übrigens Eddie. Wenn ihr euch fragt, warum Eddie heute so knochig aussieht, er hat die Corn Drill Challenge gemacht. Und ihm sind nicht nur die Haare weggeflogen. Die junge Dame ist dann vorsichtshalber noch zum Arzt gegangen. Und ja, man kann sagen, es sieht schon witzig aus. Zu guter Letzt kommen wir zum Kommentar der Woche. Dieser stammt dieses Mal von Fiona Pattet. So, wer macht da solche Geräusche? Der Kürbis. Jetzt gibt's aufs Maul. Der Kürbis. Wir nehmen hier die Talkshow auf. Mach ich halt so weiter, ist kein Problem. Kommen wir zum Kommentar der Woche. Dieser stammt von Fiona Pattet. Sie hat geschrieben, du solltest den Kürbis mal lieber schnell entsorgen, bevor er anfängt zu laufen. Ja, wir konnten ihn gerade noch so... Oh Gott, ich mag da gar nicht mehr dran. Schluss. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Folgt mir doch gerne auf Instagram. Normal, immer wenn wir eine Challenge machen, ja, gibst du das Ergebnis bekannt. Wir haben letzte Woche eine Challenge gemacht. Was für eine Challenge? Die Twerk Challenge? Ja. Die ist vielen Dank fürs Zuschauen. Folgt mir gerne auf Instagram und auf
Twitter könnt ihr gerne machen oder guckt euch irgendwelche anderen Videos. Matze hat gewonnen, hat da ganz toll gemacht, ja. Danke. Matze hat gewonnen, die Twerk-Challenge. Danke. Soll ich nochmal? Nein, hör auf! Schluss!